Guten Abend. Wir sind hier in der Sala Beckett beim Kurs Die Veränderung mit Roland Schimmelfeld. Wieso heißt eigentlich der Kurs Die Veränderung? Die Veränderung ist für mich eigentlich der zentrale Punkt von Dramatik. In allen Stücken, die ich kenne, geht es um Veränderung, um den Wunsch nach Veränderung, oder es geht darum, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Ohne Veränderung gibt es keine Geschichte. Geschichten handeln immer davon, dass sich etwas entwickelt. Und deshalb gilt es mal, diesen Punkt zu untersuchen, weil gerade für junge Autoren das interessant ist und manchmal auch verloren geht, dass man erzählen muss, dass man etwas aufbauen muss in einer Geschichte, dass man von Sehnsüchten erzählen muss. Und Sehnsüchte haben meistens mit dem Wunsch nach Veränderung zu tun. Und welche sind die Stücke, die dir mehr am Herzen liegen und warum? Meine eigenen Stücke? Das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt natürlich bei 35 Stücken sozusagen Lieblingskinder und welche, die man für nicht ganz geglückt hält. Meistens liebe ich die Stücke am meisten, die am schwierigsten waren zu schreiben. Dazu gehört zum Beispiel Der Goldene Drache. Dazu gehört aber auch ein Stück, was selten gespielt wird, Angebot und Nachfrage. Manchmal entdecke ich Stücke von mir auch wieder. Ich lese die Stücke dann über Jahre, über viele Jahre nicht, und dann fasse ich sie aus irgendeinem Grund wieder an und entdecke eigentlich auch einen Autor, den ich gar nicht mehr kenne, nämlich den Roland Schimmelpfennig von vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Also verändert sich auch meine Perspektive auf die Stücke. Es gibt Stücke, über die ich mich wundere, wo ich mich frage, wie konnte das eigentlich jemals entstehen, dieses Stück. Es gibt auch Stücke, die man sozusagen lange vorbereitet und dann sehr, sehr schnell schreibt, wie in einem Rausch, wo man sich gar nicht mehr daran erinnert, wann man und wie man die Stücke geschrieben hat. Also wenn ich ein Lieblingsstück nennen müsste, wäre es, glaube ich, ungerecht. Ein Text, auf den ich immer wieder zurückkomme, ist Vorher, Nachher. Und dann gibt es ein Stück von mir, das mir natürlich besonders am Herzen liegt, das ist das erste, was ich je geschrieben habe, Fisch um Fisch. Ja, und dann würde ich ganz gerne fragen, wie wäre ein Stück, den du niemals schreiben würdest? Wie würde so ein Stück aussehen? Ich glaube, dass ich in meinen Stücken immer nach einer bestimmten Form von Schmerz suche. Und ein Stück, was ich nie schreiben würde, wäre wahrscheinlich ein Stück, was reines Unterhaltungstheater wäre. Wobei es mich aber wiederum interessieren würde, mit den Mechanismen, sagen wir mal, des Boulevardtheaters zu arbeiten. Aber am Ende würde es wahrscheinlich doch so aussehen, dass die ganze Sache plötzlich eine, nennen wir es mal, schimmelfennigsche Wendung bekäme. Ich mag keine Texte, die sich sozusagen beim Publikum andienen, die sich verkaufen und die keine Seele haben. Die sozusagen auf dem Reißbrett entstehen, kalkulierte Stücke, so wie man in Hollywood einen Blockbuster plant, nach einem Schema. Das, glaube ich, kann mir nicht passieren, und selbst wenn ich es versuchen würde, nehme ich an, dass sich das Stück von alleine weiterentwickeln würde, wie so eine Wanderdüne, und plötzlich zu etwas anderem werden würde. Also sehr vielen Dank für diesen Gespräch.